Willkommen Leute, euer Gonzo hier. Es ist wieder mal Zeit für so ein Video. Und zwar die Zerstörung des Foot Clans. So. Ich habe die Turtles Cowabunga Collection und es ist unglaublich, ich habe die reingemacht. Und natürlich kenne ich ein paar alte Turtles-Spiele, voll die Nostalgie und so. Aber ich kenne die nicht alle. Zum Beispiel Turtles in Time, Turtles 4 auf der Arcade. Das habe ich nie spielen können hier in Deutschland. Und zack, ich habe sofort durchgespielt. Ich fand es unglaublich geil, habe es durchgespielt. Und es ist auch unglaublich, diese Spiele sind ja so kurz. Die waren ja extra schwer, damit du ganz viele Münzen einwirfst, aber die waren kurz. Und das macht irgendwie den Spaß aus. Ich bin mit Shredder's Revenge heute noch nicht fertig. Ich bin irgendwo in Dimension X. Aber naja, hier direkt einmal was durchgespielt. Und jetzt dachte ich mir, gehe ich mal zu den Gameboy-Teilen zurück, denn ich habe zum Beispiel Radical Rescue Turtles 3 nie durchgespielt. Das ist ein Metroidvania und man kann wirklich mal sich schön durchsuchen. Und es war damals viel zu verwirrend. Aber ich würde das gerne heute noch mal spielen und gucken, wie viel ich heute verstehe, was ich damals nicht verstanden habe, beziehungsweise was ich mir an Level-Architektur niemals merken konnte, was heute eigentlich viel, viel besser sein müsste. Aber dann kam ich zurück zu dem hier, Fall of the Foot Clan. Das erste Gameboy-Spiel und Mann, ich hatte das. Und ich habe das geliebt. Und wir gucken uns jetzt mal hier das Versteck der Turtles an, Boxen und Handbücher. Und wir gehen auf das dementsprechende Handbuch. Das müsst ihr euch angucken. Denn was man damals gemacht hat, wenn man ein neues Spiel hatte, man hat das nicht einfach eingelegt und gespielt, sondern man hat sich erstmal das ganze Booklet durchgelesen. Und das ist übrigens mein Zelda-Kissen. Das ist eigentlich für meine Rückenlehne. Sobald ich einen richtigen Stuhl hier habe, kommt der an meinen Rücken. Vielleicht auch unter meinen Po, damit ich noch höher sitze. Man weiß es nicht. So. Fall of the Foot Clan. Natürlich hier in Englisch. Ich hatte es in Deutsch, glaube ich. Ich glaube, es war damals in Deutsch. So. Gucken wir uns das mal an, wie unglaublich cool das ist. Guckt euch das an. Shredder mit einem riesigen Säbel in der Hand. Als wenn er nicht schon bewaffnet genug wäre. Ne? Put yourself in their shells. Chop, chop. How to select a hard top. Ich meine, die Überschriften, perfekt, ja? Wortwitze überall. Turtle soup and other junk food. How to play this new shell game. Also wirklich hier, ne, die Werbung, top-notch. The good and the beautiful. Da sieht man Splinter und April. Und April ist auch nur da, damit sie entführt wird mal wieder, weil das damals immer so war. Die wurde ständig entführt. Unglaublich. Kein richtiger Plot, ne? Hier. Up close and personal with the grossest place on earth. The usual war zone. Enemy. Score. Der für nichts gut ist. Der Score ist wirklich für nichts gut. Das ist der Turtle und Turtles Life Meter. Jetzt The Killer War Zone, was einfach nur ein Boss-Battle ist. Es ist ein Boss einfach. Und da steht Turtle, Turtles Life Meter, Superpowered High Karate Dude und High Karate Dude's Life Meter. High Karate Dude. Mega. Five of New York's toughest neighborhoods. Typisch New York, und man kennt's. The traffic jam, ne, der Verkehr, klar. The sewers of your dreams. Natürlich die Kanalisation. Queens. Home of the Queen Bee, Baxter Stockman. Er ist eine Fliege. Da frage ich mich, hat das nicht gewusst oder war es wirklich nur für den Wortwitz? The waste dump refine. Sieht das überhaupt in der richtigen Farbe? Es ist sehr dunkel. Ah, nein, Moment. Und Technodrome Tower, natürlich. Hier, Big Mean and Ugly. The Superpowered High Karate Dudes. Da wird es nochmal gesagt. Das sind die Superpowered High Karate Dudes. Links die Pizza. First Ever Eatable Pizza Box. Eine essbare Pizza Box, selbstverständlich. Hier ist eine Auswahl an Gegnern. Brawling Bikers, ja. Spine Stretcher, oh Mann. Das Ding ist auch nur an einer Stelle irgendwo. Ganz schrecklich. Gut, hier haben wir die vier Turtles, printed in Japan. Und jetzt fragt ihr euch nach diesem total over-the-top Booklet, was ihr euch gerade durchgelesen habt, fragt ihr euch, was mag uns hier für ein Meisterwerk erwarten? Was für ein geiles Spiel kommt jetzt auf uns zu, wenn wir jetzt diesen Gameboy einschalten? Und das werden wir jetzt tun. Wir spielen jetzt Fall of the Foot Clan. Das erste Gameboy-Spiel der Turtles. Eines der ersten Spiele, die ich hatte. Wir haben hier eine Select, Level-Auswahl, denn ich habe das irgendwie aktiviert. Keine Ahnung, wir gehen einfach mal rein. So, ich habe gesehen, Leonardo ist ein bisschen langsamer als Michelangelo. Ich spiele einfach lieber mit Michelangelo. In jedem der Turtles-Spiele spiele ich lieber Michelangelo. So, hier.
Grafik top-notch, ich weiß. Ah, diese Hintergründe, oben die Skyline, die Poster. Ah, ja. Unglaublich, diese Action. Ich merke gerade, ich sitze ein bisschen zu nah dran einfach. Ich sitze so nah dran, dass das nur noch Pixelbrei ist, den ich sehe. Es ist unglaublich schlecht. Es ist so grauenvoll. Das Bild ist viel zu groß. So geht das. Ihr lauft von links nach rechts in unglaublicher Action. Und es kommen Dinge auf euch zu. Ihr habt unendlich Wurfsterne. Den geilen Song habt ihr wirklich nur am Anfang und am Ende des Spiels. Oh Mann, nein. Okay, lassen wir den Pixelbrei durch den Pixelbrei fliegen, um ihn beim Pixelbrei zu zerschlagen. So, Ninja-Stern. Es ist wirklich nicht mehr als das andauernd spawnende Gegner triggern. Zack, Ninja-Stern. Eine volle Pizza, als hätte ich bis jetzt Schaden kassiert. Zack, zwei auf einmal. Die Musik ist geil. Man hat auch einfach nur angemacht, um die Musik zu hören. Wir hatten ja nichts anderes damals. So, man kennt es, man springt nach oben und ist in der Kanalisation. Ne, man kennt es. So, nach oben springen und zack. Ah, jetzt das nächste Feature. Rückspulen. Wir können in der Cowabunga Collection die Spiele einfach zurückspulen. Ah, jetzt bin ich reingesprungen. Einfach zurückspulen. Zack, stirb. Ich vertausche immer die Tasten. Schlagen und springen. Mehr hat das Spiel auch nicht. Schlagen und springen. Ich habe eben festgestellt, der Tritt macht doppelten Schaden. Es gibt eine Gegnerart, die braucht zwei Schläge am Ende. Einfach reinspringen. Fertig. Wer hätte das gedacht? Es ist eigentlich immer nur ein Abwägen, was man zuerst kaputt schlägt. Wenn irgendwas von vorne, von hinten kommt, vielleicht noch was von schräg. Und diese seltsamen Kugeln, die schwarze Kugeln halt, ne? Wer kennt sie nicht? Schwarze Kugeln. In jedem Game. Pizza. Pizza Time. Da fällt mir ein, ich habe auch den zweiten Teil mal auf Gameboy gehabt und gespielt. Aber ich kann mich nicht ganz an den erinnern. Der hier ist mir so in Erinnerung geblieben, der erste Teil. Aber ich war so aufgeregt und ich war so leicht beeinflussbar von Spielen, dass das schon als geil galt hier. Bitte geht einfach nicht zu nah an den Bildschirm während dieses YouTube-Videos. Ansonsten erkennt ihr nicht, was abgeht, weil nur noch Pixelmatsch überall ist. Wow! Oh, ich würde sagen, nach diesem Level gehen wir direkt ins letzte Level und ich zeige euch einfach das Ende vom Spiel, damit ihr wirklich alles gesehen habt. The Good and the Bad. Oh, okay, da nicht schlagen, da springen. Das hat man auch wirklich im letzten Level nochmal, dass einem irgendwas immer entgegengeflogen kommt, wo man... Ah, okay. Nee, da müssen wir Schaden fressen, ist egal jetzt. Komm. Versuchen wir es nicht ewig. Nein, das war aber von mir Unsinn jetzt. So und so. Da kann man wunderbar die Level auch auswendig lernen. Zack und zack. Wenn zu viele Gegner kommen, einfach mal nur Schritt für Schritt ins Level reinkommen. Dass man nicht so viele gleichzeitig erschlagen muss. Man triggert die auch nacheinander, die Gegner. Ah, okay. Das spielt aber keine Rolle. Ich glaube, der erste Boss wird eh kein Problem. Ihr seht schon, die Hindernisse sind extra so gelegt, dass man versehentlich hier überrollt wird und einfach nicht schnell genug reagieren kann. Kanalisation! Wir sind wieder nach oben gesprungen in die Kanalisation. Mist, okay. An der Stelle einfach durchlaufen und dann von hinten. Von hinten ein Mauser. Aha. Komm, die holen wir uns wieder. So. Mit der Pizza. Die Musik ist schon geil. Den zweiten Teil muss ich euch auch mal zeigen. Da bin ich mit den Animationen wirklich absolut kein Stück einverstanden. Die sind so grauenvoll. So lazy. Die sehen schöner aus, die Figuren, aber die Animationen sind wirklich Grütze. Ah, okay, nochmal zurück. Zack. Ja, sogar die lassen sich kaputt schlagen. Die Dinger, die von der Decke kommen. Hier lässt sich alles kaputt schlagen. Alles wird hier als Enemy
hineingebracht ins Spiel. Ich nehme an, so wie Bobitanium gesagt hat, wie bei Metroid, dass die Türen auch als Gegner programmiert waren und man schießt und dann sind die Türen weg und man kann durchlaufen. Wahrscheinlich so. Alles, was hier rumfliegt, ist als Enemy programmiert. Nehme ich mal stark an. Man kann deswegen alles kaputt schlagen. Alles hat eine Hitbox. Sonst würde es mir ja keinen Schaden machen. Das werden wir gleich noch ad absurdum führen. Ich bin voll, aber ich nehme es mir trotzdem. So. Erster Bosskampf. So, ihr seht's richtig. Ich hau einfach die Kugeln weg. Zack. Der macht im Grunde nichts. Ich wusste das damals nicht. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass man die Projektile einfach wegschlagen kann. Sobald man das weiß, sind die Bosse alle easy außer Shredder. Alle easy außer Shredder. Die gehen auch alle hitless. Nur dieser verdammte Shredder, der ist echt schwer. Und das ist nicht mal der letzte Boss, sondern der vorletzte Boss. Und danach kommt noch ein Level. Leute. Kann ich das Spiel laden? Wo? Oh ja, hier, Bosskampf. Letzter Bosskampf. Ich habe direkt hinter dem letzten Bosskampf. Direkt bei Krang habe ich gespeichert. So wie es sein muss. Bada. Kommt er gesprungen? Kommt er nicht gesprungen? Zack. Oder auch nicht. Kommt nicht gesprungen. Ja, er kommt gesprungen. Zack. Oh, direkt zweimal getroffen. Jetzt ist er in meiner Ecke. Das ist meine Ecke. Oh, er hat verloren. Spiel durch. Im Grunde dauert dieses Spiel auch wirklich nur eine halbe Stunde. In einer halben Stunde hat man das gesamte Spiel durchgespielt. Leute, das ist einfach, das ist grauenvoll. Man hat diese Erinnerung an dieses Spiel und denkt sich, Mann, habe ich das damals geil gefunden. Habe ich dieses Booklet durchgelesen, sowas von. Jetzt müsste ich schon nochmal das Level einfach hier kommen. Ich muss das nochmal. Wir gehen da nochmal rein und ich zeige euch jetzt das letzte Level. Das hat es nämlich in sich. Das ist nicht ohne. An Action einfach nicht zu überbieten. Hinten waren übrigens nur Bonussachen. So. Stage 5. Es hat nur 5 Stages. Ihr könnt euch das Spiel auch angucken. In der Kawabunga Collection könnt ihr euch alle Spiele einfach anzeigen lassen. Die werden als live gerendertes, also als live gespieltes Ingame-Video einfach abgespielt. Quasi wie beim Speedrun mit dem Tess. Ups, falscher Knopf. Da geht's schon los. Zack, zack. Ach, die hier. Die hier kann man kaputt treten. Wenn man es richtig macht. Wichtig ist halt jetzt nicht zu viele Leute auf einmal zu triggern, indem man zu früh nach vorne geht. Ah, jetzt wollte ich springen. Zurück, 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 zurück. So. Ah, ist das übel. Okay. Egal. Ah, okay, Moment, ich zeige euch das nochmal. So. Nein, falscher Knopf. Zurück. Zack. Die konnte ich jetzt nicht einzeln triggern. Hier, in den Rücken gesprungen. Was, Moment mal. Wie kommt das hier zustande? Zwei? So, jetzt müsste gleich ein Mauser kommen, sobald ich hier... Ja, zack, Mauser. Dann springen wir hier hoch, kommt noch ein dritter. Und ein Mauser. Ja, der kam ein bisschen später. Da müsste jetzt noch ein Mauser rauskommen. Ja, es kommen immer, an derselben Stelle immer zwei Mauser raus. Einmal beim Hin, einmal beim Zurück. Und das ist... Ah. Was? Nein, ich hatte den auch jetzt noch an der Hacke. Das gibt's doch nicht. Okay, ey, machen wir das einfach so. Erst die Kugel, dann den Mauser. Ich habe den trotzdem an dem... Ah, komm, lassen wir es jetzt. Lassen wir es gut sein. Zack, weg. In den Rücken gesprungen. So mag der das, der Roboter. Wieder eine ähnliche Stelle wie eben. Egal, einfach alle weg. Mauser. Mauser von hinten.
Rakete von oben, Kugel von unten. Typ, der von oben springt. Ah, komm, zurück nochmal. In die Fresse. Na, nee, das war jetzt. Okay. Wichtig ist nicht. Wow, nee, das hat mich gerade überfordert. Das wollte ich euch nämlich gerade erklären, wie man nämlich diesen. Nein! Wie man den Roboter macht. So. Und zwar so. Einfach so. Man wartet, bis der über einen drüber springt und dann haut man ihn von hinten. Und wenn man kann, macht man einen Sprungkick. So, und natürlich der erste essbare Pizzakarton. Ihr habt ihn gesehen. Er kam geflogen. Der erste fliegende essbare Pizzakarton. Mauser. Aber es ist auch eine super Stelle. Keine Chance. Oh, der hat mich getroffen. Schade. Zack, in den Rücken. Okay, wir springen wieder hoch ins nächste Gebiet. In den Rücken. Und nochmal. Zack, zack. Aus allen Richtungen kommen sie. Jetzt, nur noch Schritt für Schritt, weil hier wirklich Schritt für Schritt alles gespawnt kommt. Pizza. Pizza Time. Pizza Time war aus dem zweiten Teil. Da gab es mehr Voice Samples. Aber die geile Musik ist wieder da. Ich hab's euch gesagt. Das hat uns damals schon alles bedeutet. Wir konnten die Songs nicht aus dem Netz ziehen. Es gab kein YouTube. Ich sehe, ich rutsche immer weiter zur Seite hier so. Oh, ich immer weiter zum Richtung Mikrofon. Ah, okay. Oh, diese Spikes. Ich habe euch gesagt, dieses Spine-Dingsbums. Der ist auch nur an einer Stelle im Spiel und kommt jetzt die ganze Zeit hin und her, um uns zufällig aufzuspießen. Nur um uns noch das ganze Spiel zu vermiesen. Müsst ihr euch vorstellen, ihr seid jetzt so 20 Minuten lang hier durchgelaufen, nur um im letzten Level nochmal von so beweglichen Teilen erschlagen zu... Ah, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und damals gab es keine Rückspulfunktion. Einfach damit er nicht durchkommt. Und ich habe auch ein paar Mal gebraucht, bis ich das Spiel gemeistert hatte. Aber es ist halt das Billigste vom Billigsten. Ne? Ihr lauft wirklich nur die ganze Zeit von links nach rechts und es spawnen alle paar Sekunden oder jede Sekunde spawnt ein Gegner. Die schlagt einfach nur zu. Es wird nicht komplizierter als das. Aha. Jetzt habe ich es aber voll hier drauf. Komm. Jetzt habe ich es aber... Nein. So macht man das. Und zurück. Und so. Mit mehr Taktik und Ruhe. So. Genau. Ah! Taktik und Ruhe! Taktik und Ruhe! Ach komm. Nein! Nein! Schon wieder Sprung und Schlag vertauscht. Andauernd passiert mir das. So. So, einfach schön in den Rücken gesprungen. Und noch einer. Und noch einer. Ah! Komm, den nehme ich jetzt hin. Den nehme ich hin. Den nicht. Ach komm. Denn so rum. So rum geht's. Ah! Mauser und Spikes. Cool. Es ist einfach nicht mehr als das. So. Zack, zack, volle Pizza. Wenn das mal nicht bedeutet... Ja, da ist er wieder. Es ist Krang! Oh, er hat mich berührt. So. Nein! Brüm! 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 Ah, jetzt bin ich ihm reingesprungen, in seinen Sprung, aber das war's auch schon. Zum zweiten Mal. Hier gab es auch ganz viele Gerüchte darum. Man muss auf Select drücken, während man gegen den kämpft. Und dann kommt ein Seil von oben runter, und dann kommt man ins Bonus-Stage und sowas. Und dann hat man eine fliegende Untertasse und keine Ahnung was. Es war einfach so verdammt kurz. Guck mal, April wurde befreit. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Mario, ne?
Your princess is in another castle. Aber wir haben April gerettet. Mikey hat April gerettet. Das ist auch Score. Die Bonus-Games habe ich überhaupt gar nicht aktiviert. Ne? Wo sind die eigentlich versteckt gewesen? Wo waren hier die Bonus-Games? Das muss ich nochmal googeln. Aber das war's. Der Foot Clan ist gefallen. Die Bonus-Games waren wirklich 3 Minigames. Wir gehen mal hier Bonus-Stage 1. So, wir haben 10 Versuche, die Zahl zu raten, die Splinter sich nun denkt. So, wir wählen 100. Smaller. Smaller. Wir würden jetzt davon ausgehen, dass wir niedriger gehen müssen. In Wirklichkeit heißt smaller, dass unsere Zahl zu klein ist. Also gehen wir hoch. Immer noch zu klein. Immer noch zu klein. 900 ist zu groß. 800 ist zu groß. Also zwischen 700 und 800. 750 ist bereits zu klein. 770 ist zu groß. 760 kleiner als 760. Puh, jetzt wird's aber schwer. Immer noch zu klein. Okay, ich habe verloren. Dieses Bonusspiel habe ich verloren. Es ging aber auch um nichts. So. Gut. Leute, die Cowabunga Edition. Cowabunga Collection. Hier könnt ihr Bonusspiele üben. Guckt mal, hier habe ich eingeschaltet, deswegen sind die da, Bonusspiele. So, bei jedem dieser Spiele habt ihr hier, wenn ihr auf das Touchpad drückt, die Möglichkeit, Bonus-Features einzuschalten, die nicht im eigentlichen Spiel drin waren. Und im Spiel selber habt ihr auf R1 noch ein extra Menü für Filter und sowas. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wollte euch Fall of the Foot Clan zeigen, weil das wirklich eines meiner damaligen ersten Spiele war. Und ich war so begeistert davon. Und nach heutigem Standard ist das Rotz. Es ist Müll. Es ist Schmutz. Es ist Dreck. Mir fallen nicht genug Adjektive ein. Es ist widerlich. Das habe ich euch gar nicht gezeigt, das Level. Komm, es ist das Simpelste vom Simpelsten. Man hat uns damit das Geld aus der Tasche gezogen. Es flimmert wie blöde. Man kann auch wirklich einfach hier auf Ansehen tippen. Jetzt spielt das Spiel sich von alleine. Und ihr seht, 21 Minuten dauert das. So ungefähr 22 Minuten seid ihr durch, wenn ihr das Spiel kennt. Mehr ist das nicht. Und die sind alle verdammt klein, diese Spiele. Die lassen sich alle schnell durchspielen. Ihr habt hier auch irgendwie Bonus-Level und God-Modus und sowas. Da könnt ihr einige Spiele mal schnell durchspielen und auch nachholen, wenn ihr sie verpasst habt. Warum eigentlich nicht? Die Cowabunga Collection, ich empfehle sie alleine nur für diesen Spaß, für diesen Schmutz. Ist auch kein Vollpreisspiel, also was soll's. Leute, irgendwann zeige ich euch vielleicht noch ein Spiel. Vielleicht streamen wir ja auch mal Turtles 2 oder sowas. Oder zumindest Arcade mal. Arcade ist richtig geil. Turtles in Time, also Turtles 4 Arcade, richtig gutes Spiel. Wir können auch hier jederzeit jetzt einfach einsteigen. So, selber spielen. Zack. Ich bin jetzt wieder drin. Und vertausche wieder Sprung mit Schlag. So einfach ist das. Zack, zack, zack. Bin ich wieder drin. Ich kann auch nicht mehr raus jetzt. So, das war's. Leute, wenn ihr alte Turtles-Fans seid, wenn ihr ein bisschen Nostalgie habt, wenn ihr ein paar dieser Spiele gespielt habt und vielleicht Bock habt, einige nachzuholen, holt euch das. Ich muss aufhören, das zu wiederholen. Ich bin gekauft von Konami. Da kommt mal was Gutes von Konami, warum nicht? Mach's gut, ciao, bye bye, euer Gonzo.